Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Decktech-Ausgabe bei Blutzoll Feuerball. Heute werde ich nur einmal ganz kurz und snackig den aktuellen Stand der Entwicklung bei meinem Rogue-Deck präsentieren. Das hat die Bewandtnis, dass ich mich dazu entschlossen habe, aufgrund von nicht unendlicher Zeit zu testen, dieses Deck einfach für meine Verhältnisse zu perfektionieren und es am Samstag in das Standard Invitational zu führen. Ich bin mir nicht sicher. Beziehungsweise, ich bin mir relativ sicher, dass es nicht das beste Deck im Meta ist, aber ich finde es eigentlich sehr dankbar, dass es, zumindest wenn man MTG Goldfish-Statistiken glauben darf, dass das Deck momentan ein bisschen unter dem Radar ist und dass die meisten Leute andere Decks spielen. Ich habe in der Zwischenzeit ein Standard-Event gespielt, wo man bis zu 5 Runden, beziehungsweise bis zu 6 Runden Best of 3 spielt und habe da 4-2 abgeschnitten. Das war durchaus lehrreich. Ich habe ein paar Erkenntnisse mitgenommen, die ich an dieser Stelle mit euch teilen möchte. Die wichtigste Erkenntnis ist, glaube ich, Karten, die ich am Anfang unterschätzt habe, wie Nighthawk Scavenger, weil anfällig und nicht Flash, ist ein Vor-Off in dem Deck und da lässt sich nicht viel drüber diskutieren, weil das einfach so eine unglaubliche Maschine ist, wenn er nicht abgeräumt wird. Ebenso Agadims Awakening fand ich am Anfang auch eher überflüssig, weil man seltenst dazu kommt, das wirklich zu benutzen. Aber es ist eben eine Karte, die keinen Spellslot braucht. Und in den Spielen, wo man so ein bisschen ausflutet, kann man für 5 bis 6 Mana 2 bis 3 Kreaturen zurückholen, was Spiele, die eigentlich verloren sind, nochmal gewinnbar macht. Entsprechend auch Agadims Awakening mittlerweile sicherer Vor-Off in meinen Listen. Ich hatte bei dem letzten Setup mit One-Offs von Malakir Rebirth und Jhwari Disruption experimentiert. Das sind auch Flip-Lands. Die haben allerdings nicht performt. Ich habe sie, glaube ich, nie wirklich gecastet und als Land waren sie als getapptes immer einfach zu schlecht, zu langsam. Weswegen ich die jetzt experimentellerweise durch Hagra Mauling ersetzt habe, weil ich schon oft festgestellt habe, dass Removal sehr wichtig sind in dem Format und Removal, die keinen Deckplatz benötigen, verdient zumindest ein Test. Ich kann mir vorstellen, dass ich das in Zukunft auch nochmal rauswerfen werde, weil getappte Länder sind wirklich ein Problem. Aus diesem Grund spiele ich übrigens auch kein Fabled Passage. Das Deck hier muss nämlich sehr viele Sachen machen, bevor es auf 4 Länder kommt und Fabled Passage ist eben erst ab dem 4. Land ein ungetapptes Land. Außerdem, je mehr Fabled Passage ich hier rein tue, desto weniger Basics kann ich spielen. Ich bin jetzt schon bei nur 8 Stück aufgrund von Doppelländern, dem einen Castle Lochtwain, den 4 Tempeln. Entsprechend, wenn ich noch Fabled Passages rein tue, dann wird der Basic Land Count sehr gering. Und dazu kommt auch noch, dass man im aktuellen Meta öfter mal auf Dimir Mill Control oder XY Mill Control oder eben Rogues trifft, die random deine Deckkarten wegmillen. Und bei einer geringen Anzahl an Basic Lands kann es durchaus sein, dass man einfach kein Fetch-Target mehr hat. Und das wäre natürlich absolut fatal. Deswegen teste ich seit längerer Zeit ohne Fabled Passage und bin damit einigermaßen zufrieden. Genau, weitere Erkenntnisse aus der letzten Zeit. Im 2-Mana-Slot fehlt der kleine Rogue aus Ikoria, der Flash-Kreaturen billiger macht. Und im 3-Slot fehlt der, wie heißt der Typ? 3-2 Flash macht immer einen Card Draw und einen Lifeloss beim Gegner, wenn man was mit Flash spielt. Also das Flash-Thema habe ich ein bisschen abgeschwächt, weil die beiden Karten einfach nicht stark genug waren. Der Scavenger hat den Slitherwisp, das ist sein Name, ersetzt. Und nach dem letzten Turnier, wo der 2-2 Rogue, der alle Flash-Kreaturen billiger und uncounterbarer macht, habe ich Ghostly Pilferer, 2 Counterspells und einen Thieving Skydiver als Ersatz reingetan. Dafür auch ein bisschen am Heartless Act gecuttet, der erschreckend oft nichts trifft. Genau, experimentellerweise, also neu drin, Ghostly Pilferer. Der hat die Bewandtnis, dass er eine andere Art Evasion als Flying hat. Viele Decks sind mittlerweile dazu übergegangen, den Arachnir im Sideboard oder sogar Mainboard zu haben. Das ist eine kleine Reach-Kreatur, die mit Escape gar nicht mehr so klein ist. Ich glaube, sie macht Escape, Exile, Four Cards, sondern es ist ein 4-5 Reacher, der beim Reinkommen noch Schaden in Höhe seiner Power auf eine fliegende Kreatur schießt. Und diese Karte ist der absolute Endgegner, weil wir millen den Gegner ja, weil wir den Gegner auf 8 Karten haben wollen. Und wenn dabei diese Arachne in den Graveyard kommt, dann kriegt der Gegner mehr oder weniger for free eine Karte, die maximal gut gegen unser Deck ist. Entsprechend habe ich den Pilferer erstmal zu Testzwecken zweimal ins Deck aufgenommen, weil er eben
über Discarded Card unblockbar werden kann und nicht als Flieger betroffen wird. Ein Rogue ist er trotzdem, so dass er mit den anderen Deckkarten Thieves Guild Enforcer, Soaring Thought Thief synergiert. Genau. Den Skydiver teste ich momentan einmal. Ich gehe davon aus, dass er meistens einfach nur zwei meiner 2-1 Flying Vanilla ist. Vanilla mit der Einschränkung, er ist auch noch ein Rogue. Es kann aber auch sein, dass er maximal overperformt in den Matchups, wo wir gegen Stone Cold Serpent spielen. Die ist auf dem Board eben eine Null-Casting-Cost-Artefakt, was man mit dem Skydiver übernehmen kann. Die Schlange hat zudem Reach, das heißt, sie ist ein Problem für uns, deswegen brauchen wir auch Antworten dagegen. Und sie hat Protection from Multicolor, das heißt, Drawn in the Loch kann die nur countern, aber nicht mehr removen, wenn die einmal auf dem Board liegt. Und sie kann auch bis in alle Ewigkeit den Xerath ausstallen, sobald, zumindest in dem Turn, wo er nicht überraschend rein Ninjutsu wird. Xerath übrigens hat sich auch bestens bewährt. Ich glaube, 3 ist die richtige Anzahl. Ich hatte bei dem Event, glaube ich, einmal die Situation, dass ich 2 Xeraths auf der Hand hatte und sie nicht benutzen konnte. Das kann natürlich passieren, aber in vielen anderen Spielen war ich sehr dankbar, dass ich Xerath gezogen habe. Viele Spiele sind auch von ungewinnbar zu Gegner conceded eskaliert, einfach nur, weil Xerath irgendwie eine unfairen Fetti aus dem gegnerischen Graveyard geholt hat. Zum Beispiel im Matchup gegen Grün-Schwarz-Grind, den Hexproof from Black-Typen, den der dann einfach nicht wegkriegt und solche Geschichten. Genau, das ist also die Liste, mit der ich diese Woche experimentieren möchte. Mal gucken, wie viel ich noch ändern muss vor dem Turnier am Samstag. Ich habe jetzt noch 2 Lofty Denials reingetan, weil mir 4 Drawn in the Loch als Counteroption zu wenig waren und ich mit Jwari Disruption nicht zufrieden war. Ich bin mir nicht sicher, was die richtige Menge ist und was die richtigen Counterspells in diesem Deck sind, aber ich glaube, 2 Lofty Denials könnten eine gute Wahl fürs Main Deck sein. Genau, ich habe jetzt auch weiterhin als extra Landslot den Glasspool Mimic einmal zum Testen reingetan. Der ist halt auch Rogue und kann mal eine gute Kreatur von einem selbst kopieren. Alternativ kann er ein Land sein. Ich glaube, der ist flexibel genug, um zumindest getestet zu werden. Weiterhin habe ich sehr gute Erfahrungen mit Mogi's Favor gemacht. Diese Karte bleibt als One-Off definitiv erstmal erhalten. Die macht genau das, was sie soll. Manchmal kleine Kreaturen beim Gegner beseitigen, manchmal meine Kreaturen pumpen. Also, und davon abgesehen kann sie natürlich über Escape immer wieder gespielt werden. Hat mich sehr überzeugt. Genau, ansonsten im Sideboard, ich hatte Duress gespielt, aber da wir in Zeiten modernen Magics uns befinden und ganz viel Spells einfach auf Kreaturen drauf gedruckt werden als alternativer Modus, Hashtag Adventure, ist Duress. Ich glaube, immer wenn ich es gecastet habe, hat die einfach nichts getroffen. Der Gegner hatte zwar Removal auf der Hand, aber das hieß Murderous Rider, also konnte Duress da nicht viel ausrichten. Weswegen ich jetzt davon absehe, Duress im Sideboard zu spielen und ich habe sie durch Agonizing Remorse ersetzt. Das kostet zwar einen Mana mehr, kann dafür aber auch Kreaturen erwischen und kann vor allen Dingen auch den Graveyard hitten. Wie gesagt, sind Kreaturen mit Escape, allen voran Chainweb Arachne, maximal problematisch für dieses Deck. Entsprechend eine Option zu haben, die aus dem Graveyard zu exilen, ist super. Ein Cling to Dust hatte ich auch schon bei dem Event im Sideboard. Das hat sich auch ganz gut gemacht. Das ist ganz nützlich, mal gegen Escape-Kreaturen. Kruxa ist auch noch eine recht prominente Escape-Kreatur. Das Matchup gegen Rakdos Grind ist allerdings ganz okay. Deswegen muss man da jetzt auch nicht overcommitten. Aber es ist trotzdem eine Karte, die man in diesem Matchup reinboardet. Und die man gegen Grün-X, Grün-Schwarz-X, irgendwelche Midrange-Decks, wo man Escape-Kreaturen erwartet, natürlich auch reintun kann. Ein Bloodsheath's Thirst hatte ich vorher auch schon im Sideboard, einfach um die Removal-Menge zu erhöhen. Das ist soweit okay. Kann aber auch noch ersetzt werden. Feed the Swarm hatte ich als weiteres Removal reingetan, um auch gegen Enchantments was zu können. Ich habe bei dem Event jetzt allerdings nicht besonders viel gegen Teferi's Tutelage oder andere unfaire Enchantments gespielt, sodass ich das nicht wirklich brauchte. Ich habe es dann als Kreaturen-Removal reingetan, was auch ganz okay ist. Der Lifeloss ist meistens vernachlässigbar. Sowas wie Stone Cold Serpent kriegt man auch ganz ohne Lifeless weg, das ist schon total in Ordnung. Wir haben die Option, noch mehr Counterspells reinzutun, die besonders gegen blaue Decks und gegen Kontrolle gut sind. Necromancer möchte ich jetzt einmal testen. Wenn sich herausstellt, dass tatsächlich das Deck hier total solide ist, aber Chainweb Arachne die absolute Endnemesis ist und jeder davon 4 spielt, wovon ich erstmal nicht ausgehe, aber trotzdem wäre das so eine Möglichkeit, damit gegen diese Karte rabiat vorzugehen. Und schlussendlich habe ich die zweimal ins Sideboard getan, um mehr Flexibilität gegen Graveyard zu haben. Das Ding ist instant, das heißt, man kann auch irgendwie in der Upkeep des Gegners reagieren, bevor schlimme Dinge mit Kruxa oder sowas passieren.
Oder alternativ ist es auch noch ein Instant Removal, was nicht ganz günstig ist von den Mana-Kosten her, aber nebenbei auch noch Leben zurückgibt. Also kann ich auch durchaus sehen, dass man das gegen aggressive Decks reinboardet. Insgesamt scheint das Deck viele okay Matchups zu haben. Es ist jetzt alles kein Selbstläufer. Man muss schon arbeiten, aufpassen, die Ressourcen richtig benutzen. Aber es ist durchaus cool. Durch die Flash-Kreaturen, die noch verblieben sind und andere Spells mit Instant Speed, ist es gut gegen Kontrolle. Durch die vielen Removal- und Life-Recovery-Optionen ist es gut gegen Aggro. Gegen Midrange kommt man ganz gut klar, weil man selbst Möglichkeiten zur Interaktion über Removal und Counter hat und natürlich Agadeems Awakening, um removed Kreaturen zurückzubringen. Was ein Problem darstellen kann, sind Mass Removal, die exilen. Da gibt es durchaus auch einige von. Dagegen hilft eigentlich nur Countern oder vorsichtig drumherum spielen. Aber grundsätzlich ist das ja auf jeden Fall ein Deck, was mit allen Decks, die mir bisher im Meta begegnet sind, mithalten kann. Genau, und im nächsten Standardvideo zeige ich euch dann ein paar Gameplays von dem nächsten Testevent, was ich spiele. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.